Einen wunderschönen guten Abend. Es tut mir sehr leid, dass ich eine Woche lang nichts gepostet habe, aber Feiertage und ich war weg und also ich war bei meiner Mama und meinem Bruder und wir haben Weihnachten gefeiert. Heute müsste theoretisch der 1. Januar sein, wenn das Video kommt, glaube ich. Also frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr habt schön mit eurer Familie Silvester gefeiert und hattet einen schönen, guten Rutsch. Falls ihr Neujahrsvorsätze habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Mich interessiert sowas immer, weil ich habe keine. Ich hatte auch letztes Jahr keine. Also, alles erfüllt. Ich weiß nicht. Irgendwie haut das nie hin bei mir. Deswegen lasse ich es einfach. Aber wir gucken heute. Ich habe so getan, als könnte ich mich nicht erinnern. Das ist wie, wenn ich sage, ich kann mich nicht erinnern, Neujahrsvorsätze gehabt. Wahrscheinlich war mein Plan 50 Kilo abnehmen und einen Weltrekord aufstellen. Aber hat leider nicht geklappt. Naja, machst du nichts. Jedenfalls animierte Geschichte haben wir lange nicht mehr geguckt, schauen wir uns jetzt wieder an. Keine Sorge übrigens, Minecraft Fairy kommt noch, für die, die das gerne gucken. Das wurde jetzt kurz eine Woche ausgesetzt, weil die Izzy und ich, wie gesagt, Feiertage zu Hause verbracht haben und dann nicht wirklich Zeit hatten aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, Kopfhörer auf und auf geht's! Ich glaube, ich liebe Jake, seit wir Kinder waren. Oh. Wir waren Nachbarn und ständige Spielkameraden. Na. Es war klar, dass wir beste Freunde wurden. Jake lebte bei seinen Großeltern. Er war immer bei mir zu Hause. Ich glaube, er genoss es, ein Teil meiner normalen Familie zu sein. Okay. Also ließ ich ihn mit mir mit Puppenhäusern spielen und er brachte mir bei, wie man Baseball spielte. Das wir fuhren mit süß. Unseren Fahrrädern und flogen unsere Drachen. Fun Fact, ich hatte auch mal so Freunde, die meine Nachbarn waren. Und dann habe ich mir gedacht, ah, oh, das ist voll super, das ist wie bei uns. Und dann nach der 4. Klasse haben wir nichts mehr miteinander gemacht. Also würde ich sagen, ich hoffe für Jake und das andere Mädel, dass es besser läuft. Und Monster. Jake war immer mein Ritter in glänzender Rüstung. Wir spielten in Sandkasten, auf Spielplätzen und machten sogar unsere Hausaufgaben zusammen. Jake und ich waren unzertrennlich. Als wir in die Junior High kamen, waren wir die Verabredung des anderen. Junior High. So war es einfacher. Wir waren sowieso immer zusammen. Ist das die 5. Klasse wahrscheinlich? Ich musste mir keine Sorgen machen, ob ich hübsch genug war, von anderen Jungs gefragt zu werden. Und Jake brauchte nicht nervös zu sein, wenn er ein anderes Mädchen fragte. Wir haben viele verrückte Dinge zusammen gemacht. Einmal, als wir 10 Jahre zum Beispiel eine Flasche schütteln. Das war richtig wild. Erinnerst du dich noch, Jake? Als wir einfach da waren und wir haben diese Flasche, wir haben geschüttelt und geschüttelt. Und wir haben gedacht, oh, jetzt, Alter, mach sie auf, gleich, ne? Gleich sprudelt jetzt richtig los. Dann forderte Jake mich auf, etwas von dem Brandy seines Vaters zu probieren. Er schmeckte schrecklich. Gleich danach musste ich mich übergeben und am nächsten Tag bekam ich schreckliche Kopfschmerzen. Jake ärgerte mich oft wegen des Kotzens, also habe ich einfach so getan, als ob ich mich an nichts erinnern könnte. So waren wir immer, scherzend und neckend. Das ist ja, ist das der Titel? Ich habe so getan, als könnte ich mich nicht erinnern. Nach 1:09 wird es schon aufgelöst. Vielen Dank. Dann gingen wir einfach beide davon aus, dass wir immer füreinander da sein würden, egal was passiert. Wir wurden oft geärgert, vor allem von unseren Familien. Sie nannten uns Mr. und Mrs. Wir haben das einfach mit einem Achselzucken abgetan. Außerdem dachte ich nicht, dass es so schlimm wäre, wenn ich Jake heiraten würde, wenn wir älter sind. Es wäre toll, meinen besten Freund zu heiraten. Kennen Sie auch sonst niemanden. Wenn ich darüber nachdachte, stellte ich mir bei meiner Hochzeit immer vor, wie ich mit meiner Hand auf Jakes Arm zum Altar schreite. Ich bin mir ziemlich sicher, so funktioniert das nicht. Normalerweise hast du den Mann, der steht dann schon vorne und dann wird die Frau von ihrem Vater oder sowas hingeführt. Also ich lernte meinen Seelenverwandten bereits kennen, als ich erst 4 Jahre alt war. So fühle ich meinen Seelenverwandten. Als wir älter wurden, begannen sich die Dinge zu ändern. Ich schätze, es ist nur natürlich, dass Jake anfing, mit anderen Jungs herumzuhängen. Mm. Ich hatte auch andere Freundinnen, aber mein ja, bester Freund, klar, das würde immer Jake sein. Und daran würde sich auch nie etwas ändern. Eines Tages ging Jake zu mir nach Hause und brachte einen neuen Freund mit. Als ich Gilbert sah, blieb mein Herz stehen. Alter, was er ist war denn der Gilbert schönste für ein Name? Tut mir leid, dass ich immer auf die Namen Trash Talk, aber Gilbert. Der Junge, den ich je gesehen hatte. Als die Sonne auf seinen Kopf schien, strahlten seine goldenen Haare wie ein Heiligenschein. Mhm. Ich hatte das Gefühl, einen Engel zu sehen. Hallo Sarah, sagte Gilbert. Er schüttelte mir die Hand und ich spürte, wie die Funken sprühten. Jake fragte mich, ob sie an diesem Tag mit mir abhängen könnten. Natürlich, sagte ich ja. Gilbert stellte sich als ein toller Typ heraus. Es half auch, dass er wie ein Model aussieht. Er war lustig. Hast du gesagt, und er hast du gesagt, Gilbert ist krasser Boy. Er lächelte immer, wenn Jake und ich diskutierten. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig in Gilbert verknallt war. Wie konnte ich das nicht? You don't say! Du, Gilbert? Nein! Er war so gut aussehend und freundlich. Monatelang waren wir also zu dritt. Wir sahen uns gemeinsam Filme an, wir machten alberne Picknicks im Park. Im das Sommer, ist aber das bevor nicht, wir das alle nicht der Park, gingen, das ist ein Kino. Das ist ein Kino, kein Park. Hier dass ist das wir Picknick. Alle einen Ausflug nur zu dritt machen dürften.
Also fuhren wir drei zum riesigen Strandhaus von Gilberts Familie übernachteten dort. Gilbert ist Nach dem rich. Abendessen holte Gilbert einige Getränke heraus. Wie kann das eigentlich immer der Plot von diesen Geschichten sein? Jedes Mal sind sie so, ja, und dann sind wir in das Ferienhaus von dem einen Dude gefahren. Niemand hat ein Ferienhaus im echten Leben. Und lachten viel, da wir wussten, dass wir noch nicht alt genug zum Trinken waren. Das kann gar nicht sein, ihr seid gerade Auto gefahren. Du darfst trinken ab 16. Und du darfst nicht Auto fahren ab 16. Aufgepasst. Wir taten es trotzdem. Ich war es nicht gewohnt zu trinken und ich war sehr schnell betrunken. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf der Couch saß und mit Gilbert kuschelte. Du wirst so gut aussehen, sagte ich ihm, während ich ihm über die Wange streichelte. Zieht immer. Aus eigener Erfahrung, das zieht immer. Habe ich noch nie gemacht. Ich konnte sehen, dass sich Gilbert unwohl fühlte. Sarah, ich glaube, du hast genug getrunken, sagte er mir, Hand wegzuschieben, aber ich weigerte mich. Und stattdessen tat ich das Direkteste, was ich je in meinem Leben getan habe. Küsste Gilbert voll auf die Lippen. Ich wusste nicht, ob es sein erster Kuss war, aber es war definitiv meiner. Ich hörte erst auf, Gilbert zu küssen, als ich hörte, dass etwas zerbrach. Als ich aufblickte, sah ich, wie Jake uns mit einem schockierten Gesichtsausdruck betrachtete. Entweder Jake ist jetzt richtig upset, weil sie seinen Freund geküsst hat, oder aber Jake steht so auf Sarah und hat gedacht, wir werden heiraten. Aber das ist unlogisch. Warum würde er dann Gilbert introducen? Wisst ihr, was ich meine? Entschuldigte mich. Ich meine, das ist doch, wenn Gilbert so gut aussieht, wie sie sagt, dass er aussieht, dann wäre das doch Selbstmord für Jake, zu sagen, übrigens, hier ist mein insanely gut aussehender bester Freund, lass uns ganz viel Zeit miteinander verbringen. Das ist für mich unlogisch. Wenn er was von ihr will, dann ist das nicht das Play. Also entweder Jake ist dumm oder Jake ist schwul. Das sind die zwei Optionen, die wir hier haben. Entschuldigung, ich glaube, ich habe genug getrunken, sagte ich den beiden Jungs. Ich rannte ins Badezimmer und schloss mich ein. Tschung. Ich spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht, um meinen Kopf frei zu bekommen. Ich fühlte mich so schuldig, so etwas zu tun. Vor allem vor Jake. Warum denn schuldig? Als ich mich an sein Gesicht erinnerte, sah ich Wut, Unglauben und ein wenig Ekel. Wunderschönes Gesicht. Ich wusste, dass ich Jake liebte, aber war ich in ihn verliebt? Hätte ich ihn stattdessen küssen sollen? Nein, es war ein großer Fehler, Gilbert zu küssen. Er war einfach so gut aussehend. Ist okay. Fühlte es sich so an, zwei verschiedene Menschen zur gleichen Zeit zu lieben? Ich war so verwirrt und fürchtete mich total davor, die beiden am nächsten Morgen wieder gegenüberzustehen. Entspann dich mal. Du bist erstens, bist du betrunken. Ja, kannst du sagen, sorry, Mann, ich war betrunken. Und dann sind sie so, haha, ja klar, kein Ding. Und dann ist cool. Weißt du, was ich meine? Sie hat ja keinen Freund, sie betrügt ja niemanden. Also, ist ja okay. Während des Frühstücks am nächsten Tag versuchte Gilbert mit mir zu sprechen. Sarah, wegen gestern Abend, begann er zu sagen. Oh, aber Jake, und jetzt kommt der Plot-Twist mit, ich habe so getan, als könnte ich mich nicht erinnern. Wetten? Sprach ihn. Sie erinnert sich nicht mehr, sagt er. Als wir im Alter von 10 Jahren etwas von dem Brandy meines Vaters tranken, hat Sarah viele dumme Dinge getan. Aber am nächsten Tag hatte sie alle vergessen. Obwohl ich mich daran erinnerte, Gilbert geküsst zu haben, beschloss ich mitzuspielen. Oh. Ich habe gelogen und gesagt, dass ich mich nicht daran erinnere, am Abend zuvor etwas getan zu haben. Es war einfach einfacher, so zu tun, als wäre nichts passiert. Dieser denkwürdige Abend war der letzte für lange Zeit. Ich würde auf ein anderes College als die beiden Jungs gehen. Ich wusste, dass ich sie nur in den Ferien sehen würde. Ich würde es vermissen, die ganze Zeit mit Jake zusammen zu sein. Aber es war gar nicht so schlimm. Wir haben immer noch viel gesimt und uns gegenseitig angerufen. Gesimt. Also sah ich die Jungs erst im nächsten Sommer. An meinem ersten Tag zurück hörte ich ein lautes Klopfen an meiner Schlafzimmertür. Ich sprang schnell aus dem Bett und öffnete die Tür. Jake stand da. Braun gebrannt und lächelnd. Ich umarmte ihn fest. Dann fühlte ich ein weiteres Paar-Moment. Ach, Gilbert! Auch noch dabei! Es war eine schöne Dreierumarmung von einer Gruppe alter Freunde. In diesem Gilbert Sommer muss riesig sein, by the way. Also, oder Jake ist sehr klein. Aber wenn man hier die Proportionen sieht, ist Gilbert einfach nur so, hi. Gruppe alter Freunde. In diesem Sommer war es fast so, als wären wir nie getrennt gewesen. Wir verbrachten jeden Tag zusammen und versuchten einfach, die verpasste Zeit aufzuholen. Ich war ein wenig eifersüchtig auf einige der Dinge, die Jake und Gilbert ohne mich taten. Gehen Sie feiern ohne dich. Viel Spaß gehabt. Was ist mit dir, Sarah? Hast du in deinem schicken College irgendwelche Herzen gebrochen? Ich lachte ein wenig zu laut und schüttelte den Kopf. Jetzt, wo Jake hier war, wurde mir klar, dass er der Grund dafür war, warum ich mich am College nie in jemanden verlieben konnte. Meintest du nicht, sie ist super verliebt in Gilbert? Was ist denn jetzt mit Jake? Ich wusste, dass er genauso fühlte. Es war eine Überraschung, als er Gilbert bat, an diesem Tag früher nach Hause zu gehen. Ich muss noch ein bisschen mit Sarah reden, erklärte er Gilbert. Gilbert nickte und ging. Oh. Jake bat mich, einen Spaziergang zu machen. Ich war inzwischen irgendwie aufgeregt und nervös. Was wollte er sagen? Wollte er mir endlich sagen, dass er etwas zwischen uns fühlte? Das Ding ist, das glaube ich nicht, weil sie das so anteasern. Wenn die ganze Zeit drauf pushen, so, oh ja, er wird jetzt das und das sagen und dann sagt er was anderes und alle sind so, was? Genau das wird passieren. Ich sag, Jack ist schwul, ich bleib dabei. Dass wir ab jetzt ein Paar sind? Also machten wir einen Spaziergang im Park.
Wir setzten uns auf eine Bank und er hielt meine Hand. Es gibt oder etwas, Jake wird ich sterben. Dir sagen möchte, Sarah. Kann auch sein. Tödliche Krankheit. Ich dachte mir, das ist es. Das ist auch eine gute es Möglichkeit. Es ist ihm egal, dass ich Gilbert letztes Jahr geküsst habe. Er weiß, dass ich nur betrunken war. Er wird mir sagen, dass er mich auch liebt. Ich liebe dich, Sarah, sagte er. Aww. Ich strahlte. Ich liebe dich, seit wir Kinder waren. No. Ich wollte dir schon lange etwas sagen. Ich weiß, dass du es verstehen wirst. Sarah, ich bin schwul. Oh. Ich konnte nicht glauben, dass ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Was ich da hörte, wie kann Jake schwul sein? Ich meine, er hat mir gerade gesagt, dass er mich liebt. Ja, als Freunde. Dann sagt er noch etwas völlig Unglaubliches, Bro. Wenn Gilbert verliebt sei. Knew it! Ich fand dasselbe für ihn. Ich saß einfach nur da und starrte Jake an. Von all den Dingen, die er mir an diesem Tag hätte sagen können, war dies das Letzte, was ich erwartet hatte. Tja, bist ja nicht so ein Mitdenker, hä? Ich aufgebracht war, als ich Gilbert geküsst hatte. Die ganze Zeit dachte ich, er sei eifersüchtig, weil er in mich verliebt war. Nein, junge Lady. Ich wusste, dass du nur so getan hast, als hättest du die Nacht vergessen, sagte er. Ich habe versucht, deine Würde zu retten. Ach, richtiger ehrenhafter Freund. Weil er so gut aussieht. Ich dachte, das sei auch der Grund, warum ich mich in ihn verliebt habe. Aber es ist nicht nur sein Aussehen. Du weißt, wie Gilbert ist. Er ist so toll. Verdammter Jake. Er kannte mich zu gut. Aber da war etwas, von dem er nichts wusste. Er wusste nicht, dass ich in ihn verliebt war. Du kannst dich nicht 15 Mal umentscheiden. Du kannst sagen, ich liebe Gilbert. Nee, jetzt liebe ich Jake. Nee, Gilbert. Aber darf ich mal anmerken? Jake ist voll der nette Guy. Jake, so netter Guy, ja? Großer Fan von Jake. Normalerweise finde ich die Charaktere in den Geschichten immer kacke. Aber Jake, 10 out of 10. Immer wieder davon, eine eigene Familie zu wollen. Er fühlte sich nie als vollständig, weil er seine Eltern nicht kannte. Ah, schon der. Er hatte Angst davor, sich vor anderen Menschen zu outen. Vor allem vor seinen Großeltern. Er fragte mich immer wieder, ob ich ihn verstehe und ob ich immer noch seine beste Freundin sei. Ja. Ich konnte nicht antworten. Sag ja. Mein Herz fühlte sich an, ist doch als würde so es cute. An meiner Brust zerquetscht werden. Also stand ich auf und ging. Es war Sarah. Einfach so demütigend. In diesem Sommer habe ich weder Jake noch Gilbert wiedergesehen. Es war eine Erleichterung, als es endlich Zeit war, wieder zur Schule zu gehen. Als ich wieder aufs College ging, probierte ich mich etwas aus und ging nur selten nach Hause. Ich wollte niemanden aus meiner Vergangenheit sehen. Wahrscheinlich wusste es inzwischen die ganze Stadt. Wahrscheinlich wusste jeder, was dass Jake wusste die ganze Stadt? Ich konnte es nicht ertragen, dass jeder mitbeißt. Die kennen doch Jake gar nicht. Also ging ich mit so vielen Jungs aus, wie ich konnte. Ich musste mir beweisen, dass Männer sich in mich verlieben können. Ich musste mir selbst beweisen, dass ich Jakes Liebe nicht brauchte. Also ging ich schließlich mit Wesley aus und er wurde mein Freund. Wesley. Dann war ich eines Tages schwanger. Es gab warum hat Wesley so einen gigantischen Kopf? Es gab keinen anderen Ort, an dem ich gehen konnte, als nach Hause. Ich packte meine Koffer und ging weinend nach Hause. Mein Leben war so ein Chaos. Wesley war genauso schockiert wie ich. Er wollte kein Vater sein, genauso wie ich keine Mutter werden wollte. Jedenfalls noch nicht. Ich war noch zu jung. Ich wollte erst einen tollen Typen heiraten und eine Hochzeitsreise machen. Ich wollte Karriere machen. Verständlich. Ich wollte mich noch nicht mit einem Kind verzetteln. Dafür war es einfach noch zu früh. Okay. Ich war noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wer ihn angerufen hat, aber plötzlich war auch Jake wieder bei mir zu Hause. Er wusste, dass ich eine schwere Zeit durchmachte. Wir weinten viel zusammen. Jake ist viel besser so als Wesley. Der hat normal großen Jake Kopf. Jake sagte mir etwas, das mich völlig überforderte. Ich fühlte mich auch lange Zeit allein. Es ist nicht leicht, in dieser Stadt schwul zu sein. Ich weiß, dass die Leute mich verurteilen. Ich hatte auf deine Unterstützung gehofft, als ich mich geoutet habe. Aber du dann warst eine kleine... Mir plötzlich die Schwere dessen, was ich getan Kuh. Habe. Ich sagte immer wieder, dass Jake und ich die besten Freunde seien. Ja, und aber dann bist du kleiner Snitch und Traitor. Am meisten brauchte. Es ist okay, Sarah, sagte er. Ich weiß, es war ein Schock. Er sagte mir, dass er mich liebt. Er sagte mir, dass das Schwulsein nichts an der Tatsache ändern würde, dass ich immer seine beste Freundin sein würde. Dann sagte er mir, dass ein Baby zu bekommen eines der besten Dinge sei, die einem passieren könnten. Ist das ich so? Ich will dieses Baby nicht, Jake. Dann nimm's nicht. Ich. Dann weg damit. Hui! Ist ja nicht du so, als ob nicht das meinen, nicht dass geht. Dass du eine Abtreibung willst, fragte Doch. Mich Jake mit wütender Stimme. Das kannst du nicht machen. Doch, ich kann sie. Ich schluchzte und nickte. Ich weiß, dass ich das niemals tun könnte. Aber was Doch. Hatte ich sonst noch für Möglichkeiten? Du kannst das. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Du wirst nicht alleine sein, aber sagt du willst er. Doch mit Anfang 20 noch kein Kind. So, dieses Baby wird von allen so geliebt werden. Er flehte mich an, das Baby nicht wegzugeben. Er erinnerte mich daran, dass er ohne Eltern aufgewachsen war. Ich nickte und stimmte zu. Ich könnte eine Mutter für dieses Baby sein, wenn ich wollte. Nach ein paar Wochen begann ich mich mit Jake an meiner Seite besser zu fühlen. Er war mein Fels in der Brandung. Ich bekam eine Kraft von ihm. Dann, eines Tages, erzählte er mir weitere Neuigkeiten. Er und Gilbert beschlossen zu heiraten. No. Ich muss an diesem Tag einmalweise Tränen geweint haben. Das ich hab mich cute. So viel gefreut. Ich wusste, dass ich Jake nie haben könnte.
Ja, das liegt daran, dass er schwul ist, ne? Im Stich gelassen hatte, war er immer noch für mich da. Ich war glücklich, weil er glücklich war. Jake, good guy. Jake hält auch keine Grudges. Jake ist okay, weil Jake sagt, weißt du was? Du warst zwar damals gemein und fies, aber ich bin trotzdem so mit dir. Gilbert aufgehört, mich zu quälen. Ich liebte sie beide sehr und schließlich beschloss ich, dass es keinen Raum für Eifersucht gab, wenn ich jemanden liebte. Die zwei waren meine besten Freunde. Jake würde für immer meine erste Liebe sein. Und wenn ich ihn genug liebte, konnte ich mich auch für ihn freuen. Sie beschlossen, einige Monate vor meiner Entbindung zu heiraten. Jake bat mich, ihn zum Traualtar zu führen. No. Seine Großeltern waren mit ihrer Hochzeit nicht einverstanden. Aber ich wollte sicherstellen, dass ihre Hochzeit voller Liebe und Unterstützung sein würde. Es fühlte sich an wie die natürlichste Sache auf der Welt. Ich hatte mir das vorgestellt, seit ich ein Kind war. Ich trug ein schönes Kleid und Jake trug ein Smoking. Gilbert wartete auf uns. Es brach mir ein wenig das Herz, Jake gehen zu lassen. Aber wenn ich ihn an jemanden verlieren würde, war es gut, dass ich ihn an einen guten Menschen wie Gilbert geben würde. Sie fuhren nicht einmal in die Flitterwochen. Meine beiden Jungs blieben während meiner ganzen Schwangerschaft bei mir. Du hast so viel Glück, Sarah, sagte Gilbert. Cool, jetzt hämmert hier jemand. Das ist ja witzig. So sehr ich ein Vater sein möchte, werde ich mich wohl damit abfinden, der Lieblingsonkel deines Babys zu sein. So ein Quatsch, erwiderte Jake, die Lieblingsperson dieses Babys sein. Und niemand sonst. Okay. Es erwärmte mir das Herz, sie so zu hören. Das Baby war noch nicht da und schon waren sie dabei, Väter zu werden. Ich meine, okay, meinetwegen. Ja, weißt du, wenn du die Unterstützung hast, dann warum nicht? Ich meine, 20 ist noch ein okayes Alter, um ein Kind zu kriegen. Wenn du in die Schule gehen würdest, nee. Aber du studierst ja immerhin und ne, scheint okay mir alles zu geben, was ich wollte. Aber meine Frage ist, wo ist Wesley? Was macht Wesley? Ich meine, es sind jetzt ja Monate vergangen. Ist Wesley einfach weg? Ist Wesley, im Krieg gefallen? Wo ist Wesley? Was tut er? Es war, als hätte ich zwei Ehemänner, die mich super unterstützten. Aber was ist mit dem Vater? Sie mir die Haare zurück, während ich kotzte. Sie haben meinen wachsenden Bauch mit Lotion eingerieben, damit das ich keine Schwangerschaftsstreifen bekomme. Nett. Sie gingen sogar mitten in der Nacht los, wenn ich Lust auf saure Gurken bekam. Als die Wehen einsetzten, war ich mutig genug, die Schmerzen zu ertragen. Wo ist ich Wesley? Ich wollte dem Baby das beste Leben geben, das es je haben könnte. Was ist denn diesem Gesicht denn los? So ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht. So viele Fragen. Ich wartete darauf, dass meine mütterlichen Instinkte einsetzten. Ich dachte, du wartest auf das Wesley Baby kommt. An und fragte mich, ob ich das tun konnte, von dem ich wusste, dass ich es tun musste. Als Jake und Gilbert zu Besuch kamen, sah ich, wie sie das Baby im Arm hielten. Sie sahen aus wie eine perfekte Familie. Oh, will ich sie das Baby an die abgeben, an die Jungs? Will sie quasi das adoptieren lassen von den anderen, damit sie ein Baby kriegen können, weil die ja auch geheiratet haben und so? Mir leid, dass es so lange gedauert hat, sagte ich meinen Jungs. Herzlichen Glückwunsch, ihr haltet sie in euren Armen. Dann überreichte ich Gilbert einen Stapel Papiere. Die ist einfach so, hier, nimm das Baby, ich will's nicht. Ich schenk's euch. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag und so. Von all den Jahren, die ich Jake kenne, habe ich ihn bis zu diesem Tag noch nie weinen sehen. Und ich habe nie wirklich realisiert, wie sehr ich ihn liebte. Ich liebte alle drei. Ich habe meinem Baby die besten Eltern auf der ganzen Welt geschenkt. Alles klar, das war's dann mit dieser wilden Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Jetzt kommen auch wieder regelmäßigere Videos, wie gesagt, Winterpause und so. Aber ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes neues Jahr gehabt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, ne? Wichtig. Weil über 70%, ich habe mal in meine Analytics geschaut, über 70% haben nicht abonniert. Ich meine, das ist voll viel. Na gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!